sind heute noch einmal mit einem Stadler GTW von Arriva unterwegs. Das haben wir erst vor ein paar Videos gemacht, aber wir sind heute mit einem ganz anderen Stadler GTW unterwegs, nämlich dem in der Limburger Variante. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und hier seht ihr unsere Fahrtroute von Nijmegen nach Roermond auch schon auf der Karte. Ja, hier seht ihr die Fahrzeuge auch schon von außen und wir schauen natürlich auch mal in den Innenraum rein. Und ihr seht, es ist etwas komplett anderes als die Stadler GTW im Norden der Niederlande. Hier mit deutlich einfacheren Sitzen und auch in einer 2+3 Bestuhlung deutlich enger. Und das Ganze auch in einer ganz anderen Lackierung, eben in der Farbgebung der niederländischen Provinz Limburg, in der die Züge hier unterwegs sind. Wir fahren in zwei Etappen von Nijmegen nach Roermond und zwar über Venlo. In Venlo steige ich aus, fahre an einem anderen Tag dann auch noch das restliche Stück nach Roermond, habe das Ganze aber hier jetzt in ein Video gepackt. Hier seht ihr im Hintergrund gerade eine Bahnstrecke abzweigen und das ist die Bahnstrecke in Richtung Kleve, Geldern, Krefeld, die leider stillgelegt ist. Etwas, das ich wirklich nicht verstehe, weil die Nachfrage auf dieser Route bis Kleve schon so extrem hoch ist und von dort aus man dann mit Bussen weiterfahren muss nach Nijmegen. Ich denke, da wäre eine sehr hohe Nachfrage auch dafür, da die Strecke zu reaktivieren. Das ist aber aktuell leider nicht vorgesehen, gerade auch, weil es viele Studenten gibt, die eben am Niederrhein wohnen und in Nijmegen zum Beispiel oder Arnhem studieren. Die müssen entweder mit dem Bus fahren oder mit dem Auto. Mit dem Bus dauert es natürlich ewig lange, während der Zug deutlich schneller wäre. Deswegen sehr schade, dass diese Strecke nicht reaktiviert werden soll aktuell, auch wenn es schon Untersuchungen gab, die dafür eigentlich ein relativ positives Ergebnis hätten. Wir haben ja derweil die Maas überquert und fahren jetzt hier entlang der Maaslandschaft, die eben teilweise durch die Maasdünen, wie hier auch sehr schön geprägt ist. Wirklich ein sehr schönes Stückchen Natur entlang in Richtung Venlo. Und hören mal, wie der Stadler GTW so klingt. Generell diese Gegend, eine etwas unterschätzte Region, ist nämlich wirklich sehr, sehr schön. Hier gerade der Grenzverlauf vom Niederrhein, der deutschen Region Niederrhein hier und der Maasregion in Limburg, ist eine wunderschöne Wandergegend mit vielen Seen, Dünen, Wäldern, also wirklich traumhaft schöne Natur. Lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Hier sehen wir im Hintergrund sogenannte Büffel. Das sind ehemalige Dieseltriebzüge der Niederlandsen Spoorwegen, die nicht mehr eingesetzt werden. Da sind wir jetzt eben hier drei Stück abgestellt. Und hier fahren wir vorbei an einem Werk von Stadler. Hier werden diverse Stadler-Züge gewartet. Ihr seht hier den Stadler GTW und auch den Flirt in den verschiedensten Farbgebungen, die man in den Niederlanden so antreffen kann. Einige davon habe ich euch ja auch schon vor einiger Zeit mal in einigen Videos vorgestellt. Hier überqueren wir nun wieder die Maas und erreichen damit dann den Bahnhof von Venlo. In Venlo bin ich dann, wie gesagt, erstmal ausgestiegen und werde dann an einem späteren Tag weiterfahren, das restliche Stück bis nach Roermond. Deswegen hier nicht wundern über das plötzliche Wechseln des Wetters. Wir sind jetzt an einem ganz anderen Tag unterwegs. Schauen noch mal rein. Also auch hier wieder der Stadler GTW mit der 2+3 Bestuhlung.
Neben dem Stadler GTW gibt es hier auch noch Lind, auch die in der gleichen Lackierung. Man hat sie vorhin auch schon kurz im Hintergrund gesehen. Es ist mir allerdings noch nicht gelungen herauszufinden, wann diese Lind eingesetzt werden. Normal kann man bei der Netherlands Spoorwegen relativ gut nachschauen, welche Züge wo eingesetzt werden, aber bei den Privatbahnen funktioniert das immer nicht ganz so zuverlässig. Deswegen ist es mir leider noch nicht gelungen, hier mal einen Lind anzutreffen. Den würde ich euch natürlich dann auch gerne noch zeigen. Wenn ihr das wisst, wann hier mal ein Lind zum Einsatz kommt und ob sie überhaupt noch eingesetzt werden, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, die Strecke nach Roermond ist dann landschaftlich etwas weniger reizvoll, nicht ganz so außergewöhnlich, da wir jetzt hier nicht mehr ganz so nah an den Marsdünen und der Mars selber entlang fahren. Und hier erreichen wir dann auch schon den Endbahnhof in Roermond. Hier hat man dann einen Anschluss mit einem Arriva Flirt in Richtung Maastricht zum Beispiel. Wir fahren dann von hier aus aber, ich bin aber von hier aus weiter mit einem Firm gefahren. Über den habe ich schon viele Videos gemacht, daher wird es da kein extra Video geben. Und im nächsten Video geht es dann an anderer Stelle weiter. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder euren geteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.